Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Rede jetzt vom Bund für Geistesfreiheit, dem Atheistenverband in Regensburg, der sich heute zur Auswahl oder zum Ziel genommen hat, den Leerstand oder die Platzverschwendung durch die katholische und evangelische Kirche in Regensburg zu kritisieren. Erst gibt es eine kleine Rede und dann noch ein kleines Sketch. Also, die Kirchen sind mit die größten Grundbesitzer Deutschlands. Vor allem in den Bischofsstädten wie Regensburg gehört ihnen ein Großteil der Flächen und Immobilien, meist in besonders begehrten Gebieten. Durch ihre jahrhundertelange Präsenz war es den Kirchen ein leichtes, sich die Filetstücke der jeweiligen Kommune anzueignen. Dabei ist es aber nicht immer ganz einfach herauszufinden, was alles im Eigentum der Kirche ist. Also da ist nichts mit Transparenz, das wird alles verschleiert. Beispielsweise gehört der evangelischen Pfründestiftung, heißt wirklich so, das Kepler-Areal, das die Stadtverwaltung mit Regensburger Steuergeldern, also mit unserem Geld, mit meinem Geld, der Erbpacht, für das bescheuerte Kultur- und Kongresszentrum für die nächsten 99 Jahre angemietet hat. 99 garantierte Miete für Boden, 99 Jahre garantierte Miete für die Kirche aus öffentlichem Eigentum. Der öffentliches Eigentum, öffentlicher Boden, der eigentlich allen gehören sollte. Die Kirche ist als Vermieter zwar nicht der antisozialste Miethai, zumindest bis jetzt noch nicht, zumindest was Regensburg betrifft, kann es aber ändern, der zu finden ist, aber natürlich nimmt sie auch marktübliche Preise. Die haben das schon fast unbezahlbar. In einer Studie habe ich gelesen, dass in Regensburg trotz gewisser Corona-Effekte nicht wie in anderen Städten die Mieten gesunken sind, sondern gleich oder gestiegen sind. Als Grund wird angegeben, die Kirche besitze viel Wohnraum in Regensburg und durch deren Finanzstärke ist sie weniger gezwungen, auf Markteffekte zu reagieren. So eine Studie. Aber was den Kirchenbesitz vor allem ausmacht, ist der äußerst verschwenderische Umgang mit Platz. Wir haben uns heute bei der Einzelkundgebung das Dominikanerinnenkloster am Judenstein 10 vorgenommen. Das ist da hinten im Westen in der Altstadt. Weil dort ganze 11 Nonnen mitten in der Altstadt auf einem riesigen Areal, nebst riesigem Garten, der auch noch vollkommen ummauert ist, dass da ja kein normaler Bürger rein kann, Maus ist, damit ein auf dem Areal, riesigen Areal lebe. Ich denke, nicht einmal der berüchtigte Bischof von Limberg, kennst du den noch? Debatz van Elst, hatte üppiger gewohnt. Die Säkularisation hat zwar viel Kircheneigentum enteignet, wofür die Kirchen bis heute fürstlich entschädigt werden, leider blieb das Dominikanerinnenkloster durch einen Trick verschont. Die Nonnen gründeten einfach ein Mädcheninternat und dadurch haben sie Säkularisierung kurzfristig umgangen. Heute ist natürlich kein Mädcheninternat mehr da drin oder Mädchenschule da drin, aber trotzdem wird es nicht säkularisiert. Deswegen wurde, also durch das Mädcheninternat, Mädchenschule, wurde das Kircheneigentum damals 1800 noch was nicht aufgehoben. Natürlich hat die Kirche ihren Grund- und Immobiliensitz nie regulär erarbeitet. Also wenn du immer Messen feiern willst, musst und so, dann kannst du nichts arbeiten. Der Bevölkerung wurde der berühmte Zehnte auferlegt. Kloster bekamen bestimmte Gemeinden zugeordnet, die für den Unterhalt der angeblich auf Armut verpflichteten Mönche oder Nonnen aufkommen mussten. Bei den Dominikanerinnen war es die Gemeinde Schwarzhofen bei Schwandorf. Wir sind der Meinung, dass der Kirchenbesitz endlich in Allgemeingut überführt werden muss. Wie das geschehen könnte, haben wir in einem kleinen Sketch dargestellt. Es treten auf Kaiser Konstantin I., der Bund für Geistesfreiheit und eine Nonne des Dominikanerinnenklosters. So, hab's auch heute schon noch einmal geübt. Ich spiele jetzt praktisch alle drei Rollen.
Der Shih Tzu, kleine Persönlichkeit. Das ist jetzt der Kaiser Konstantin der Erste, so um 300 vor Christus, nach unserer Zeitrechnung. Dies ist der Erwin Schmidt vom Bund für Geistesfreiheit, so der Bartete, kann man ja kennen. Der Vorstand vom Bund für Geistesfreiheit. Und später kommt noch eine Nonne dazu. Ja, ich spiele eine Szene, die sich wirklich war. Heute Nachmittag vor dem Dominikanerinnenkloster am Judenstein 10 genauso zugetragen hat. Der Bund für Geistesfreiheit und Kaiser Konstantin treffen sich am Eingang der Heiligen Kreuzkirche. Hier ist der Eingang, Heilige Kreuzkirche, vorstellen. Kirche des Dominikanerinnenklosters. Also, jetzt kommt erst der Kaiser Konstantin. Immer wenn ich da drüben stehe, bin ich Kaiser, gell? Also schon klar. So, Kaiser kommt. Oh, schlecht zu lesen. Guten Tag und Frieden, Herr Bund für Geistesfreiheit. Frieden ist gut. Wie ist das Wertebefinden? Die Glieder sind noch etwas steif vom langen Liegen. Immerhin über 1500 Jahre. Ha ja, die Wissenschaft. Und Sie dachten, der christliche Gott würde Sie auferstehen lassen. Da habe ich wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Aber deswegen sind wir ja hier. Was die Kirche mit mir wegen meiner bedauerlichen christlichen Anwandlungen damals alles untergeschoben hat. Unerhört! Ich hätte ihr den Vatikan geschenkt. Was für ein Blödsinn. Was für eine impertinente Lügnerei. Ja, die berühmte konstantinische Schenkung. Das Dokument stammt vermutlich aus dem Jahre 800. Da war ich schon 500 Jahre lang tot. Und es wurde nicht nur der Vatikan verschenkt, Italien, das Weströmische Reich und gleich das ganze Erdenrund. Sie meinen Erdenscheibe. Ja, natürlich, Erdenscheibe. Damals wussten sie es ja nicht besser. Schon 900 wurde die Schenkung als Fälschung entlarvt. War ja auch einfach. Es wurden Worte verwendet in diesem Dokument, die es zu ihrer Zeit, Herr Kaiser Konstantin, noch gar nicht gab. Und trotzdem, wer residiert mitten in Rom und belehrt die Welt ex cathedra? Boah. Deshalb sind wir heute hier und fangen damit an, die gefälschten und gestohlenen und sonst wie unfein in Besitz gebrachten Besitztümer der Kirche wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Wollen wir? Amen. Wir wollen und wie. So, BFG klopft. Klopf, klopf, klopf. Ja. Jetzt kommt die Nonne raus aus dem... Nonne, gell? Dominikanerin? Klopf. Jetzt kommt die Nonne. Ich bin die Nonne. Grüß Gott! Die Herren haben an unsere Tür geklopft! Da sind wir schon beim Thema. Es ist nicht mehr Ihre Tür. Darf ich vorstellen? Kaiser Konstantin der Erste, von den Toten auferweckt durch chinesische Wissenschaft. Letztendlich hat also der Atheismus den Tod überwunden. Wie auch immer. Ich will wieder Ordnung schaffen. Sie, Frau Nonne, Sie müssen raus. Die Herren sollten keine Scherze mit unserer ehrwürdigen Kirche machen. Kein Scherz. Bund für Geistesfreiheit, bitte lies vor. Sehr gerne. So, hier die Geschenkurkunde, original vom Bund für Geistesfreiheit gefälscht. Ja. Lies jetzt vor, was da draufsteht. Seine Majestät Kaiser Konstantin der Erste überträgt mit dem heutigen Tage die Eigentumsrechte am Dominikanerinnenkloster am Judenstein 10 zu Regensburg an den Bund für Geistesfreiheit und
auch bekannt als Fönus pro Libertate Mentis Castra Regina. Die von mir verliehenen Eigentumsrechte können weder jetzt noch in Zukunft vor einem weltlichen Gericht oder vor Gott angefochten werden. Regensburg, den 30. Oktober 2021. Kaiser Konstantin I. wieder auferweckt von den Toten durch weltliche Wissenschaft. Bei allen Heiligen, ich verstehe nicht. Das trifft sich gut. Vor Ihnen steht ein Heiliger. Jo, so ist es. Schauen Sie nach im Heiligenkalender, Konstantin. Sehen Sie, Frau Nonne, ein Heiliger hat gesprochen. Damit ist das richtig. Bravo, ja. Ein Heiliger, Sie müssen raus. Aber wo sollen wir denn hin? Wie viele Menschen wohnen denn hier? Nur noch 11. 11 ehrwürdige Nonnen bewohnen diese bescheidenen Gemäuer. Bescheiden? Bescheiden ist gut. Mehrere mehrstöckige Großbauten nebst riesigen Garten und eingebauter Hauskirche mitten in der Stadt für ganze 11 Menschen. Das ist wahrhaft bescheiden. Wir sind der Armut verpflichtet. So steht es in unserem hauseigenen Infoblatt. Sogar ich im Grab habe von der Armut an Wohnungen, an Wohnraum zu Regensburg gehört. Und Sie leben mitten in der Armut in solchem Luxus? Aber wir brauchen doch jedes Zimmer. Wir brauchen ein Zimmer zum Nähen, eines zum Beten. Bund für Geistesfreiheit. Du bist nun dank meiner Schenkung Chef. Wo sollen die 11 bescheidenen Klosterfrauen hin? Wir sind für Humanität und Menschenrechte. Wir schmeißen keine Leute raus. Aber etwas einschränken müssen Sie sich die bescheidenen Klosterfrauen schon. Menschenwürdige 50 Quadratmeter für Singles müssen genügen. Sie sind doch Single, oder? Nein, ich bin eine Braut Gottes. Also Single, 50 Quadratmeter. Na ja, und dann ist da noch die Schwester Rosalinde. Natürlich dürfen Sie mit Schwester Rosalinde zusammenziehen. Sie müssen sich nicht mehr verstecken. Ab sofort gelten Freiheit und Menschenrechte. Dann sagen wir 80 Quadratmeter. Und der Rest des Klosters? Der geht an die Allgemeinheit. Säkularisierung, endlich! Die Wohnungen gehen an die Bedürftigsten. Gemeinsam mit den neuen Besitzern wird über das Areal entschieden. Und alle Mauern um den Garten werden niedergerissen. Der gehört nun allen. Gut so. Haben Sie gehört? Ab morgen ziehen hier Leute ein. So Gott am Ärmel. Ich meine, die Menschlichkeit, es will. Sehr schön. Und Bund der Geistesfreiheit, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Zu den Milliardären von Tut und Taunix. Auch die wohnen in einem riesigen Kloster, St. Emmeram. Hast du die Schenkungsurkunde dabei? Ja, natürlich. Dann auf zu den Milliardären. Heute wird Tabula Rasa gemacht. Heute gibt es echte, keine gefälschte konstantinische Schenkung. Alle Unwürdigen und Maßlosen werden enteignet. Und tschüss.